Hallihallo und herzlich willkommen zum heutigen Stream zu Dead Island 2. Ja, vom letzten Mal sind wir hier nach Beverly Hills gekommen, haben dieses wunderbare Paar, was da drin wartet, letztes Mal kennengelernt. Und jetzt wollen wir eine Notiz lesen. Hatte ich das nicht letztes Mal schon? He's with some construction workers? Das habe ich doch letztes Mal schon gelesen. Hat er nicht richtig abgespeichert? Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Weil wir waren nämlich beispielsweise auch da unten in dem Haus. Da, wo sie eine sich gerade den anderen gönnt. Ich sehe, dass die Kiste auch offen ist. Warum war die Nachricht jetzt nochmal neu dort? Das ergibt kaum Sinn. Warte mal, ich gucke mir auch die Karte an. Den Wegpunkt hatte ich mir damals gemacht. Da habe ich mir das Zeug gegönnt. Doch. Der hat gerade nur irgendwie die Hauptquest resettet. Was wenig Sinn macht. Muss ich nicht weiter hinterfragen. Na gut, wir wollten heute mit der Hauptquest welche machen. Müssen immer noch Mike finden. Ich höre jetzt mal auf, verwirrt zu sein. Auch wenn das mein täglich Brot ist. Und gehe ein paar Matschbirnen verkloppen. Oder besser gesagt, ich hau dem meine Krallen in die Visage. Und rangiere die ein bisschen um, dass sie schöner aussieht. Mit einem, so einem wunderschönen Loch dann in der Mitte. Ach, guck mal, da laufen zwei neue Freunde. Hallo. Zum Glück seid ihr taub und dumm. Die Straße hier wollte ich hoch. Ich will natürlich hier noch alles erkunden, aber wir gehen erstmal der Hauptquest nach. Dafür muss ich da hoch, genau den Weg lang, den ich gerade abgefackelt habe. Kann ich dich einfach in die Grütze kicken? Ja, hat funktioniert. Wir haben ja auch noch eine andere Nebenaufgabe. Wir müssen bei irgendeinem Pool was einsammeln. Aber ich hatte ja so oder so vor, alle Häuser abzugrasen. Geh mal in das Feuer da. Ach, dann verkloppe ich dich halt. Hier habe ich den Dropkick gerade verkackt. Nein. So, keine Geräusche mehr. Brutze, wieso funktioniert Brutze nicht? Jetzt funktioniert es. Ach, da fällt mir übrigens ein. Fähigkeiten. Ich will das Ausweichen wieder gegen das Blocken tauschen, weil das Ausweichen nur bei den Muskelzombies was bringt. Brauche ich eine Sicherung? Ich brauche eine Sicherung und die habe ich gerade nicht. Das heißt, hier muss ich nochmal mit einer Sicherung herkommen. Außer ich finde hier drin eventuell eine. Einen Moment. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier eine Sicherung finden werde.
Weil wäre doof, wenn ich dafür zurück müsste. Okay. Hier steht was unter Strom. Das kann ich für mich nutzen. Funktioniert das? Nein, die ignorieren das. Ich brauche was mit Blutung. Und bin K.O. Perfekt. Da überhaupt kein Problem. Wo stehe ich denn jetzt? Ach, ich wurde hier hoch teleportiert. So, weg mit deiner Schutzrüstung. Da haust mir so viel Schaden rein. Warum ist hier einer instant in mir drin, wenn ich spawne? Der gönnt sich meine vorherige Leiche. Den Arm brauchst du eh nicht. Ich kann sagen, fallend nie um. Hallo? Will jemand einen Drink? Heute bei der Bar von Shining. Hier war doch gerade noch einer. Das habe ich mir noch nie eingebildet. Das Stahlrohr kann das Spiel behalten. Ist nur zum Verschrotten gut. Und ich kann nur noch eine Waffe mitnehmen. Warte mal, ein Nutzen für das Stahlrohr. Komm mal kurz her. Das ist nicht das Stahlrohr, was ich auserwählt habe gerade. Ich wusste es nämlich. Es war obvious. Nein. Nein. So. Jetzt kannst du nur noch krabbeln. Danke dafür. Ich weiß, wo ich Heilung finde. Warum sind hier nur diese ultra gefährlichen Zombies, die mich one-hitten können? Es gibt ja die einen, die kann man leichter töten, und dann gibt es die, die haben ultra viel Kraft. Und nur die sehe ich bisher. Hallo. Du stehst so schön unter Strom. Das will ich mal nutzen.
Mann, sterbe ich heute oft. 20 Minuten später. Ich will nur gucken, was hier drin ist, und hier stehen einfach 20 Mega-Zombies, einer mit einer Schutzpanzerung stand hier, der auch noch ein One-Hitter war. Wie gesagt, nennt mich toxisch, aber das war einfach nur unfair. Hast du gar keine Chance. Ich muss einmal kurz zurückgehen und meine Sachen reparieren. Also Spiel. Jetzt habe ich meine Zeug repariert. Können wir darüber reden, dass wir hier fair spielen? Dass ich wenigstens eine minimale Chance habe. Also da hinten, da war 0% Überlebenschance. Null. Selbst mit Blocken und Ausweichen käme ich da null weiter. So, tschüss. Hast mich nicht gehört. Nicht von da hinten. Da gehe ich nicht mehr rein. Also bei YouTube habe ich das höchstwahrscheinlich rausgeschnitten, aber da ist Hölle. Da ist Tod hoch 80. Ich glaube, die hier Party feiern. Oh, hi. Ja, der da drin braucht ein bisschen länger. Und hat nicht mal gespielt. Warte mal. Bergarbeiter. Da kann ich jetzt schon auf Ausweichen gehen. Okay. Zombies holding a festival? Batterie wollte ich eigentlich nicht treffen. Hi. Bye. Ah, ein Brutzelfest. Sowas gefällt mir. Drin sind doch 100 pro auch welche. Wofür kann ich den Pool unter Strom stellen? Oh, hi. Tschüss. Get up. Okay, watch the traps. Okay. Jesse's friends don't mess around. Kann die Fallen ja auch für mich nutzen, oder nicht? Schrotpatronen kriege ich endlich meine erste Knarre. Also schon geil, dass hier Knarren sind, ne? Ich hoffe, ich kriege jetzt endlich meine erste Knarre. Damit wäre das da hinten tatsächlich dann kein Problem, wenn ich die einfach wegschroten könnte. Jesse? Kann ich irgendwas da durchwerfen einfach? Okay. Now what? Ich kann. Und die Dame hat an alles gedacht, an Kettenreaktionen auf jeden Fall.
Ist eigentlich nicht so dumm, was die gemacht hat. Alter, was ist die für ein Mastermind? Habe ich nicht gerade was gehört? So, wie machen wir das am besten? Dass der gleich aufsteht, das sehe ich doch jetzt schon. Aber ich muss da rein. Rein ausrüsten. Ach, der will doch nicht aufstehen. Hat die Frau den erlegt? Kompliment. War aber klar, dass zumindest einer von euch aufsteht. Und wenn sie da unten das verbunden hat, wie ist sie dann lebend hier durchgekommen? Hat die einen auf Gecko gemacht und ist unten an dem Teil entlang geklettert? Ah, verdammt, da war eine Falle. Hab nicht drauf geachtet. So, einen Kopf weg. Ich wusste nur, irgendwo hier hatte ich was auf dem Boden verteilt. Ja, bin schon auf dem Weg, Mädel. Hat gut funktioniert. Wie hat mich das nicht getroffen? Danke für den Drink. Ich sehe sonst nichts hier rumstehen. Sorry, not trying to be a buzzkill. Einen Moment. Sure glad you showed up. Ich habe mit einer Sequenz gerechnet. Nahkampf-Verstümmeler-Mod. Wenn ich mal mit einer Sequenz rechne, dann kommt sie nicht. Wo ist Verstümmeler? Da, Verstümmeler. Gewährt einen physischen Schaden, einen kleinen Boost auf physischen Schaden bei aufeinanderfolgenden Treffern, tritt zudem der Effekt geschwächt in Kraft. Triffst du einen geschwächten Zombie, erhältst du dafür Ausdauer zurück. Ja, toll, das bringt mir wenig. I'm Jesse. Carla, I'm a friend of Michael's. Oh, he never mentioned you. Yeah, we're apocalypse buddies. You bonded over not being dead? They didn't have much else in common. Do you know where he is? On his way to Monarch Studios. The movie lot? Why? He had to get something important. So I made a lot of noise to distract all the zombies. And Michael snuck through the gate to the studio access road. My plan was to hang out with the construction guys till the zombies got bored and left.
You mean the construction guys who also turned into zombies? Well, obviously I didn't know about that. They were fine yesterday. I'm just playing. Look, your mom's worried about you. Oh, they regained consciousness, did they? You know, she was perfectly sensible before she met Ricky. Now it's like trying to keep a couple of wasted teenagers alive. Well, you're a good daughter, Jesse. I just hope Michael comes back. I miss having someone intelligent to talk to. Want me to get you back? I'm pretty sneaky when Michael's not galumphing along next to me. You can get going. All right, man. Be seeing you. Okay. Wenn sie meint, sie schafft es, dann beleben wir einfach mal in sie. Auch wenn ich schon hier bin. Sonst muss ja nichts repariert werden, ne? Ich kann auch einfach hier runterklettern. Ich habe gerade irgendwie Flappy Bird hier gemacht. Monarch Studios. The hell is Michael doing heading over there? Hi. Bye. Ah, okay. Das macht meine Wurfgeschosse stärker, wenn ich mit damit töte. Wusste ich gar nicht. Wenn die sich nicht bewegen können, sind das gute Zombies. Du hast ja keine Arme. Was bist du denn für eine arme Sau? Ich hab auch ein Bein verloren. Hier läuft einfach ein Ölfass aus. Oh, hätte ich mal öffnen sollen. Na gut, kann ich immer noch, ne? Was ich an den Safe ran will. Sobald ich das Schwert verbessere, kann ich noch mal ein bisschen mehr schnitzeln. So, wo ist denn das Monarch Studio überhaupt? Okay. Da will ich erstmal hin. Da ist irgendwas für mich. Aber offenbar nicht von der Seite. Einer von euch ist doch 100% Sprinter. Und natürlich will man wieder eine Sicherung haben. Ich denke schon drüber nach, einmal kurz zurückzugehen und einfach nur mal eben kurz zwei Sicherungen zu kaufen. Und der Witz ist, ich müsste dann direkt wieder zwei kaufen. So, du wirst jetzt meinen Wakizashi kennenlernen. Oh, zerteilt. Sehr schön.
Brauche ich mal kurz irgendwas zum Durchwerfen. Wow, ich hab's verfehlt. Und es zählt nicht, wenn ich sowas durchwerf. Zählt es, wenn ich eine Waffe durchwerf? Ja, würde ich eventuell mal treffen. Mach das mal noch nicht kaputt, dann ist es jetzt wenigstens gerade ein Schild. Kann ich dann jetzt gerade ja für mich nutzen. Wieso treffe ich das nicht? Ich habe jetzt hier zwei Punkte gefunden, wo ich eine Sicherung brauche. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wirklich einmal zurückzugehen. Und einfach mal eben kurz zwei Sicherungen mitzubringen. Rein da. Rein da. Ach, ist das schön. Ja, einmal zurück und neue Sicherungen kaufen, damit ich hier auch was öffnen kann. Ich würde danach sogar noch einmal zurückgehen und nochmal Sicherungen kaufen. Weil ich brauche die ja schon recht häufig. Wir haben hier eine spezielle Person. Okay, wurde gewonnen. Immer sehr schön, wenn man durch einen einzigen Treffer drauf geht. So, weg mit dir. Ich kann nicht mal in den Rhein stechen. Und wieder tot. Fall um! Ach, und natürlich auch die mich schon wieder one-hitten können. Spawn hier. Ah, wenigstens ist der Sergeant endlich tot. Latsch mal da durch.
und zu Albtraum. Immer und immer mehr von diesen, ich hau dich mit einem Schlag tot, Zombies. Einer, okay, aber nicht 20. Ich will ja nur ein paar Sicherungen holen gehen. Das ist doch nicht so viel verlangt. Warum? Wieso? Warum? Weshalb? Warum kommt da einfach mal raus? Ich habe den Essenslieferanten vernichtet. Ja, da kommt noch einer von hinten. Ja, brenn! Brenn, du Penner! Da ist nicht meine Batterie drin. Wie konnte das Teil Alarm geben ohne Strom? Das macht wieder so viel Sinn. Ja, sicher kommt da noch ein weiterer Malmer. Ja, genau, brutzelt man einen kurzen Moment. Dann fällt um und steht nie wieder auf. Welcher Alarm auch immer da hinten losgeht, der geht nicht auf mein Konto. Eine Katare? Na gut, die Axt ist jetzt nicht so geil. Okay. Was kam da raus? Geiles Katana. Ist gekauft. Ich muss gerade nur gucken, was ich dafür wegwerf. Ah, den Schlagstock. Hui, der ist cool. Will ich behalten. Eine Flüsterklinge. So, das Teil habe ich eingesammelt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier vorne irgendwo der Bauarbeiter ist, den ich für den Safe hier drin brauche. So, wo ist der Sicherungskasten? Da. So. Dann pflanzen wir da auch mal die Sicherung rein und gehen dann wieder zurück, um zwei neue zu kaufen. Ja, die haben gut funktioniert, die Schrotflinten.
So, wieder was Geiles. Ja. Warte mal, dich muss ich eigentlich behalten. Ich habe nicht so viele von denen. Obwohl doch, ich habe noch zwei. Ja, bleib hier. Wohl kann ich dich vorher noch verschrotten? Sollte ich mir mal angewöhnen, die Waffen, bevor ich sie endgültig weglege, einfach eher zu verschrotten, damit ich das Material zurückbekomme. Hallo. Ich kann hier denselben Weg wieder zurückgehen, dann kann ich die Sachen, die ich gerade weggelegt habe, zumindest noch verschrotten. Wollte halt unbedingt die Sicherungen verbrauchen. Ja gut, da muss man sich offenbar eh erstmal durchprügeln wie sonst was. So, keiner von der Brigade da folgt mir, das ist sehr schön. Und ich weiß, wo ich die Waffen abgelegt habe, so mehr oder weniger. Kommt man da auch rein? Ja, aber das ist dieses Ultra-Gebäude. Das mich aus dem Leben schon einmal genommen hat. Kann ich mir die vorstellen, wie die klauen, dass ich damit einfach durchpieksen kann? Muss ich mal bei einem testen. Oh, ich brauche einen einzelnen Gegner. Keine Gruppe. So, komm mal her. Ich will was testen. Ja, das ist wie die Klaue. Nur in wesentlich cooler vom Aussehen her. Da war ich noch nicht drin, ne? Doch. Da war ein Safe drin. In das Haus hier muss ich noch. Markiere ich mir mal, aber ich gehe jetzt erstmal neue Sicherungen nochmal kaufen. Ja, sind ganz nice, die Dinger. Tschüss. Warum kann ich nicht so einen Helm haben? Wenn es nach mir ginge, würde ich den Helm abziehen und einfach selber tragen. Natürlich vorher einmal abwaschen. Aber trotzdem. Dann hätte ich ja eine richtig gute Verteidigung. Allein die Brustplatten. Nein. Hier war ich, meine ich, schon drin. Kann aber das Medkit mitnehmen. Das ist doch das Haus von Maike, glaube ich. Ich glaube es nur, ich weiß es gerade nicht. Ich gucke gerade was nach. Okay. Hallo. Weißt du, was richtig schön dir stehen würde? Ein Katana in deinem Gesicht, wollte ich sagen. Nein. Bin ich schon dran vorbei? Nee. Was ist denn da blaues?
ich kann noch eine Quest mitnehmen. Ach, stimmt, die eine ist ja jetzt wieder nach Hause gegangen. Stimmt. Der wartet doch nur darauf, mir in die Fresse zu schlagen. Aber ich hätte eine schöne Idee für den. Hey, Hackfresse! Latsch mal da durch. Glaub mir, das wird dir gefallen. Jetzt machen wir das Allerschönste von allen. Ja, latscht da durch. Ich nutze diese Säure einfach für mich. Ich müsste die da drin einmal lähmen. Okay, das war's mit der Säure. Zwei von denen sind schon gemein. Dann einer noch direkt tödlich zu machen. Ach, die sind beide auf tödlich. Und ich glaube, ich bin im Haus gespawnt. Nee, nicht mal. Bin 10 Kilometer weit weg gespawnt. Ich will erstmal diese beiden Fettsäcke hier vorne fertig machen. Denn der andere jetzt hin? Wir waren doch zwei. Da brauche ich den Wasserkanister. Den da kann ich leider nicht schleppen. Also wir werden heute nicht zu Michael kommen. Ich will den letzten Rest hier noch erkunden. Da haben wir einen Wasserkanister. Mal erstmal hier den ganzen Rotz weg. So. Ein Dolch.
So, und warum ist hier Stinkeland? Okay, deswegen. Ich will diese Grütze für mich nutzen. Ist doof, wenn man irgendwo festhängt. Hier sind halt wieder nur die roten. Nur. Das ist schon wieder so arschig vom Spiel. Und ich bin auf der komplett anderen Seite gespawnt. Der Respawn an sich macht auch meistens null Sinn. Na gut, kann ich wenigstens die Nebenquest jetzt hier eben kurz holen. You're like, you're good at this. You're good at, apocalypses. This. It comes naturally. But I'm, hey, I'm not. Roxy and me, staying out of trouble is like a full-time job, man. I've only ever been really good at one thing, and I barely even do it anymore. Hey, you guys were rock legends. Heard you everywhere growing up. Ouch. And exactly. Like, what have we done lately? I gotta find that spark again, man. Get back in touch with the gods instead of just the whiskey. Oh, Farouk! Huh? Farouk's our producer. He lives next door downhill, like, totally obsessive about discographies. Collects every master tape and unreleased track you could imagine, including ours. Some of those had real promise. I wonder if... Maybe sample them? Hey, I'll be right back, man. Tell Roxy not to worry. Wait up, man. You're not heading out there. I'm not? I'm the expert, remember? I'll go get those tapes for you. Oh, kick ass. If Farouk's not home, just ask his boyfriend Dave to show you around. Tell him I sent you. Oh yeah, I'll get the guided tour. Ist schon klar, dass da niemand mehr ist? Wo findet das denn statt? Ach, im Höllenhaus, oder? Nee, nicht. Da waren wir, glaube ich, sogar schon mal in dem Haus. Sollte eigentlich relativ easy sein. Machen wir das mal eben kurz. Ciao. Sneaky way in. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier was sammeln. Hier von Farouk und Dave. Der Pudelreiniger ist nicht aufgetaucht. Schon wieder? Yep. Welches Mädel hat ihm wohl diesmal das Herz gestohlen, damit er dringend ihren Pool sauber macht? Hat er überhaupt noch Herzen übrig? Das kann doch auf Dauer nicht gesund sein. Weißt du noch, wie wir ihn das erste Mal in engagiert haben und als wir hier heimkamen, war der Pool blitzsauber und voller Rosenblätter. Ha, das vergesse ich nie. Die arme Junge dachten, wir wären das neue Mädchen ein paar Häuser weiter. Sein Gesichtsausdruck, als stattdessen wir aufgetaucht sind, der war jeden Cent wert. Den das verdammte Blätter rausfedern gekostet hat. Und das war echt teuer. Allerdings, weißt du was? Da gibt es eine neue, über die redet er jetzt schon seit über einem Monat. Einen ganzen Monat? Der Junge muss schwer verliebt sein. Erzähl, hat sie die ganze große Rosenblattbehandlung verdient? Also ich würde jetzt keine Hochzeitseinladung erwarten. Sie kommandiert ihn ganz schön rum, aber zumindest gibt es einen Pool in Bel Air, den wir täglich einen Besuch abstattet.
Okay. Ja, stimmt ja. Elektrizität bringt bei denen ja nichts. So, jetzt bin ich wieder hier drin. Ich würde sagen, da sind sie. Baruch ist tot. Master Tape Number One. Man, old school. No. Okay. Ich hinterfrag's nicht. Stimmt, ja, hatte hier das Teil angemacht. So, und der Dave, der hat wahrscheinlich das zweite. Brennt! Schnell weggeworfen. Ich mach mal noch Feuerwehr. So, wo haben wir denn das zweite Masterband? Ich suche die Master Tapes. Hier oben sind sie jedenfalls nicht, soweit ich das sehe. Nice trap you got here, Dave. Ich glaube, der Dave, der lebt längst nicht mehr. Muss halt noch zwei Sachen finden. Too Funk to Druck? That's a fucking awesome song. So, jetzt fehlt nur noch die dritte. Ist wahrscheinlich genau dort, wo die Musik herkommt. Ach da! That's all of them. Gotta be enough for best of album anyway. Ja. Oh. Ein bisschen Musik.
Ich genieße gerade den Gitarrenriff. Kunstbahn aus und nicht mal die Musik darf man genießen. Oh, ich habe gerade als ich auf den Stream geguckt habe, gemerkt, dass ich den Avatar die ganze Zeit nicht anhatte. Oh, hey. I don't remember calling Do we have an interview scheduled? Oh, come on. Ricky, I fixed your gate. I just went and got the stupid master tapes from your zombie producer's house. Farouk's? Oh, man. Dave's gonna be like heartbroken. Shit. Sorry, they're both gone. Oh, sad note, man. Like, ballad worthy. There was this one track we laid down, and... Hey, wait. Did you say master tapes? I was just thinking about getting those back. Alter, leg das Bier weg. I know. You already... Ugh. Sure. It's like a miracle or something. This is fucking awesome, man. I'm gonna listen to them right away. Oh, there's some gems on here, you know? Some real gems. I think. Hey, thanks. You're like a guardian angel of rock. Or a babysitter who needs a new job. Sure you don't want to drink with us? Ja, ich bin mir sicher. So, und jetzt mache ich auch den Avatar mal endlich wieder an. Ich habe nicht gemerkt, dass ich den nicht wieder angemacht hatte. Uhrzeit. Roger? Ach, hier ist ein Händler. Schön, dass ich das auch mal fahre. Hätte ich ja gar nicht den ganzen Weg zurückgehen müssen für die dummen Sicherungen. Bahn. Ich gewusst, dass hier ein Händler ist, ne? Ich wäre nicht den ganzen Weg zurückgegangen. Da schon standardmäßig Elektroschock drauf. Hier Erlesenheit. Erhöht den Schaden durch kritische Treffer, verringert dafür den Standardschaden. Dann erhöhe ich wieder den Schaden und dann geht das doch. Angeben und Erlesenheit. Kombination. Kritischer Treffer hoch und der Schaden ist ungefähr so, wie er vorher war. Ich habe mittlerweile so viele von diesen blauen Waffen, ne? So, da gibt es noch einen Ort, den ich heute gerne mir noch anschauen würde. Nämlich den da. Wo ich noch einmal durchsprinten. Und beim nächsten Mal gehen wir dann Michael hinterher. Ich wollte hier halt zu Ende erkunden. Um hier noch alles zu holen, brauchen wir noch den einen oder anderen Schlüssel, aber der ist wahrscheinlich noch gar nicht da, der Schlüssel, beziehungsweise ist noch nicht gespawnt. Der Typ, der den hat. Wieder ein paar Schrotpatronen. Ja, steh mal auf. Ja, ist ganz in Ordnung, der Pike. Ohne fiese Falle. Wenn die voll entfernt, dann kann man die Patronen mitnehmen. Wenn man die nicht auslöst. Wieder eine blaue Waffe. Ich glaube, demnächst habe ich keine grünen, sondern nur noch die blauen Waffen. Thank you.
Nein. Ich sehe jetzt schon wieder einer mehr. Oder euch nur unter Strom stellen. So, da ist das Haus, in das ich einmal rein will. Das Haus meiner Begierde. Das ist schön, dass ich jetzt weiß, dass ich hier auch die eine oder andere Sicherung kaufen kann. Ich komme hier nicht rein. Dich kann ich trotzdem tot pieksen. Okay. Ich wollte hier gucken, was hier noch ist, aber ich komme von der Seite aus nicht rein. Komme ich da überhaupt rein? Wahrscheinlich was, das man später machen muss. Ich respawne eh da, wo es sicher ist. Wenn ich wieder reinjoin. Hi Sophie. Ich gehe zurück zum Hauptmenü. Ich wollte da noch rein, aber ging nicht. Ich weiß, wir haben jetzt heute nicht viel storytechnisch gemacht. Wir haben eine Nebenquest gemacht. Wir haben eine Story-Mission zumindest gemacht und ein bisschen hier erkundet. Sind 100 Mal an einer Stelle gestorben. Da rechts sieht man auch mal den Fortschritt. Ich bin bei 16%. Dead Island ist gerade abgestürzt. Warum auch immer. Es hat sich gerade einfach selbstständig geschlossen. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da auf YouTube. Ich lade das ja später noch hoch. Ein Follow auf Twitch. Beides ist gegenseitig verlinkt. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle. Ciao und bis bald euch.